Eine optimale Analyse zu gewährleisten, ist es wichtig, die Probenkammer nach Benutzung zu reinigen und zu trocknen. Schritt 1. Spritze mit destilliertem Wasser füllen. Schritt 2. Kammer mit destilliertem Wasser spülen. Schritt 3. Mit dem Blasebalg trocknen wir die Kammer, indem wir Luft durch die Kammer pumpen. Ein kleines Stück Papier am Ende der Kammer hilft, das restliche Wasser aufzusaugen. Um eine optimale Bildqualität zu gewährleisten, sollte das Gerät regelmäßig gereinigt werden. Schritt 1. Die Linse von oben reinigen. Schritt 2. Die Linse von unten reinigen. Schritt 3. Reinigung der Kamera mit einem Tuch.